Aufzeichnung gestartet. Jetzt nimm das auf. Jetzt ist super. Einfach mal um das damit. Die Qualität ist. Es ist halt bei der Stimme, sage ich immer, beim letzten, bei der Stimme ist es so, wie die Toni ist. Das hat der Toni aufgenommen. Super Gespräch, danke dafür. Danke, das danke. Du merkst, es sind immer Kleinigkeiten, wo noch dazukommen, wenn man macht. Diese Doppelschritte. Absolut! Ja, immer noch mal tiefer. Das Videobeamer-Beispiel. Dass ich ja beim kleinen blauen Ich aufhöre, aber das, was du meistens siehst, ist ja nicht das kleine blaue Ich, sondern das, was du durch die Maske anschaust. Das lasse ich ja ganz auf der Zeichnung mit dem blauen Ich ist es mit drauf. Ja, warte mal schnell. Wir machen das jetzt für dich hier. Habe ich doch irgendwo da gleich. Schau mal, diese Tabelle, wo wir ja schon sehr oft gehabt haben. Na, warum geht jetzt das nicht aus? Das war schnell, machen wir es auch so. Muss ja irgendwo müssen ja da die Ich sein. Ja. Diese Tabelle hier. Ja. Schau, da ist es ja interessant. Sagst du mal, ist dieses, was du jetzt auf dem Bildschirm hast, das ist von vornherein ganz, ganz klipp und klar die Hierarchie und was ich jetzt hier hin mache, blau. Es ist ja letztendlich dieses Bild ist in dem Bereich hier. Da ja, das ist die augenblickliche Berechnung. In dem Bereich ist das blau. Das ist die augenblickliche Berechnung. Siehst du genau, das? So, das genau. Zerweckt ist. Genau. Das, genau. Was jetzt zerweckt wird, ist ja das ganze Bild. Richtig. Auch die roten und die blauen sind jetzt in dir erweckt. Ja, stimmt. Habe ich das jetzt blau gemacht? Und das ist jetzt geil, das sind Wellen, ist aufgespannter Intellekt. Siehst ja. du? Auf I. Was jetzt interessant ist, wenn man es nicht weiß, wir gehen nochmal schnell in Geometrie Explorer. GLWAFI. Schau, was ich da hingeschrieben habe. Das ist die Aufdeckung auf geöffneten Ecken entdecken. Da wird sehr interessant, das sind Erscheinungen. Aufgedeckte, offenbar gemachte Erscheinungen. Okay? Genau. Jetzt pass auf, jetzt haben wir als nächstes haben wir Hasa. Siehst du? Ja. Es ist der Dachtraum. Ja. Und Chasa, musst aufpassen. Das ist ja hier und das ist der Chat. Ja. Ich habe jetzt hier als erstes diese Entdeckungen ja. sind 5, 7, 5. Das ist Hasa. Ja. Das ist das Fantasieren, das Wachträumen, was du vor dich hinträumst. Und das ist das nächste Wort, wo kommt, ist M-Chat-7-He. Chasa, M-Chasa. Und das sind diese Erscheinungen im Fensterraum, sind ein Schauspiel, ein Theaterstück, das sind Visionen, sind Lichtöffnungen. Wobei Chasa alleine ist ja die Brust, das hast du ja im Geiste sehen. Vom im Geiste sehen kann man das auch überlesen. Ja. Mit M als Vorsilbe. Ja, das ist die Brust. Das ist ja immer wieder, wo ich sage, dein Brustkorb, denk immer wieder dran. Das heißt auch im Geiste schauen, etwas erblicken, im Geiste sehen. Aber was siehst du im Geiste? Dein Chasa. Diese Erscheinungen, das ist jetzt hier, dieses Fantasieren, das Wachträumen, das so ganz funktioniert das Ganze. Das sind die Aufdeckungen. Ganz simpel und einfach. Ja. Halt, schau, und das, wenn man da sich die Zeit nimmt, dann wirst du feststellen, auch dieses Bild jetzt, dieses Video, ist alles dieses Erweckte, was du im Geiste siehst. Ja. Ja. Und jetzt machen wir hier dieses Video-Biber-Beispiel, da haben wir das Arni. Der schöpferische Existenz von Intellekt, das ist das kleine Ich, das kann man durch das blaue Ich ist das dann mal die Maske und der Mensch, also das Programm. Ich sage immer, beim Videobeamer steht er hier unten, der Mensch, das musst du alles anschauen. Das hast du jetzt übrigens dann Display. Ja. Ganz interessant. Bella heißt ja das Wunder. Er sippt sich dafür, dann hast du das Wunder von Augenblicken. Richtig, ja. Weil das ja die Maske sich ständig verändert. Ja. Der Mensch selber ist das Programm. Mechshev. Das hebräische Wort für Programm. Mechsheba, übrigens mit einem He hin, wenn dieser Rechnungsführer das Programm zum Sehen anfängt, das heißt Gedanke, das ist das hebräische Wort für Gedanken. Und die Gedanken sind in dir drin, nicht da außen, die Wahrheiten. Okay, ja. Sagt Emmet dort. Emmet ist die Wahrheit, das heißt die Wahrnehmungseinheit. Aber das heißt ja die Schöpfung von gestaltgewordenen Erscheinungen. Emmet hat Tod und Tod hast so viele. So viele, ja.
Das ist diese Tabelle ist so unendlich tief. Und kann man meditieren drüber, richtig sitzen mit, ja, absolut. Das ist ohne Ende. Ja. Das ist jedes Wort 400 ja. Zeiten. Und die verknüpfen sich von selbst, wenn du das begreifst. Und du hast so unendlich viel Zeit dazu. Das ist zum Beispiel auch hier das geistige Licht. Ich mache verschiedene Variationen jetzt, die man nachschauen kann, wenn man neugierig ist. Und da kommt halt jetzt das Schöne mit der Neugier. Mal wieder zurück, warte. Ups. Wenn man die Neugier nimmt, die Gier nach Neuen, da musst du immer wieder schauen, ist Kaufmannsdenken dabei. Genau. Das ist cool. Das ist die große Falle, wo ich immer wieder sage, das Kaufmannsdenken. Ja. Du weißt, ich habe ein paar Mal den Calvin angesprochen. Ja. Ob du was Gutes tust oder was Schlechtes tust, als Figur auf der Bühne, hat keinen Anspruch, dass du deswegen ins Himmelreich kommst. Ist ein Kaufmannsdenken dabei. Die kindliche Neugier, wenn du als Kind auf was neugierig bist, interessiert dich das, was du noch nicht kennst. Mhm. Du musst jetzt ganz genau schauen, wenn du jetzt neugierig bist, wie die Zeigen funktionieren, interessieren dich die, weil du das noch nicht kennst, oder interessiert dich das bloß, weil irgendeine Logik in dir einredet, das muss ich wissen, dass mir besser geht, und du denkst schon wieder an den, der du zu sein glaubst. Super, ja, genau. Ich wiederhole nochmal. Mach dir bewusst, wenn du sagst, boah, das muss ich lernen, ich habe eigentlich keinen Bock drauf, aber ich brauche ja dieses Wissen, ich muss aufwächern können, dass mir besser geht. Das ist Kaufmannsdenken, dann lass es gleich sein. Ja. Dann interessiert es dich, weil du ein neugieriges Gotteskind geworden bist. Genau, und da kommt es aus der Freude, weil es jetzt Freude macht, Punkt. Das ist das, und all das Schöne ist, was du aus einer tiefen Neugier heraus lernst, ja. Ariane, ja. Das ist das Schöne. Wenn du das jetzt das heute hast und du verstehst es, ist in dir nicht ein Hauch von Angst, hoffentlich vergesse ich das nicht. Genau. Du denkst da gar nicht dran. Nein, wenn du in der Schule was lernst oder dir was angeeignet hast, ein Diplom, irgendwas für vor der Prüfung, ein Wissen, da hast du immer Angst, hoffentlich vergesse ich das nicht. Ja. Du wirst alles vergessen, was du dir ausdenkst. Betonung liegt auf Essen. Essen heißt, du wirst alles, du essen. Bist alles, was du dir ausdenkst. Das heißt Holofeeling, und du wirst es wieder essen müssen, wieder aufnehmen müssen für den neuen Gedanken. Mhm. 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 Ja. Das ist jetzt Verrückte. Das ist wie immer die Symbolik, wenn du in dein Hier gehst, in das ewige Hier, das ist ja P. Mhm. Jetzt sollte man sich mal die Frage stellen, warum hast P eigentlich auch Mund? PH. Ja. 80-5 heißt ja nicht nur hier, das ist ganz offiziell das hebräische Wort für hier, und das ist das hebräische Wort für Mund. Ja. Wenn du was essen willst, dann musst du das in den Mund nehmen. Du musst es in dein Hier holen. Ja. Das heißt, aus dem Nichtgedachten denkst du dir was hier. Alles, was du dir denkst, denkst du hier. Und erst wenn ich sage, ich denke mir jetzt die Ariane und ich denke mir, die ist in Bayreuth, dann ist sie nicht mehr hier, sondern woanders, obwohl das Bayreuth ja jetzt hier ist, in meinem Kopf. Mhm. Da denke ich mir nach Weißenburg, der ist immer hier. Das ist der Unterschied. Ich muss wissen, was der Unterschied ist zwischen dem roten hier und einem blauen hier, das ich jetzt definiere. Ja, genau. Das ist aber nichts. Wenn ich sage, ich bin ein Mensch, das ist so, dann machen wir den göttlichen Menschen, den Adam. Mhm. Aber der kann erst, ich sage mal, ein Computer. Mhm. Der kann aber erst Bilder machen, wenn er ein blaues Ich hat, weil erst mit dem blauen Ich, mit der Personifizierung, selber nicht, sondern du musst ein Mensch, ein blauer Mensch sein, das ist dann der Mensch, ist das Maß aller Dinge. Das ist zwar zweimal das Wort Mensch, aber Mensch erkennt dich selbst. Dieses Wort Mensch im Hebräischen müssen wir Adam setzen. Mhm. Das Gotteskind. Ja. Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Diese Menschen, jetzt als Masse betrachtet, das sind die Emmet, das sind gestaltgewordene Erscheinungen schon. Erscheinung. Oder die Enoshot, Anoshot, die sterblichen Menschen. Mhm. Das ist es. Die sind doch, das ist doch Intellekt. Ich sage immer, der Mensch ist das doch mal ein Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm. Aber ist nicht dieses Programm die Ursache für alle Dinge, die du dir ausdenkst? Für alle Dinge, ja. Ist so. Jetzt, wenn ich dann natürlich noch weiß, dass die Dinge, das Wort Ding im Hebräischen, Deba, auch Wort heißt, Wort. Mhm. Ja. Ding ist auch Wort. Eine Sache, ein Ding ist auch Wort. Es schreibt sich DBR. Das heißt, die Öffnung einer Boolean-Berechnung. DBR. Ja. Ich schreibe, du kennst das, aber ich schreibe es noch ein, falls ich heute das zweite Selbstgespräch reinstelle. Ist es DBR?
ganz einfach die Öffnung einer Polaren-Berechnung. Jetzt kriegst du zuerst einmal eine gewisse Angelegenheit, eine Sache, das Wort, die Sache, dann Pest, wenn wir jetzt Est lateinisch lesen, heißt Wissen ist. Und das ist die Pollen, genau genommen die Pollenpest. Da muss ich aber wissen, dass diese Pollenpest die Voraussetzung ist für Wunder. Mhm. Wieso ist das die Voraussetzung für Wunder? Weil nämlich in dem Wort Wunder die Wunde mit drin steckt. Eigentlich heißt das Wort Wunder ursprünglich eine Beule schlagen. Und die Beulen, die ich schlage, sind meine Gedankenwellen. Die stoße ich aus mir heraus. Ja. Das ist dann Wissen ist. Bist du dabei, ganz kurz? Ja. Also musst du keine Eule nach Athen tragen, die kommen daher, wo du selbst bist, nämlich im ewigen Hier und Jetzt. Immer. Denkst. Ist alles sehr simpel. Und jetzt ist es also so, dass dann hier diese Dinge, die Sachen, jetzt ist ja Sache und Ding, bin ich ja darauf eingegangen, dass das gar nichts mit Gegenständen zu tun hat. Das Wort Sache und Ding. Ding, ein Ding ist, kommt von Dien, Dien, die Öffnung einer intellektuellen Existenz. Das ist eine Rechtssprüche, das ist ein Gericht, ein Gesetzeslehrer, das ist das Richten und Verurteilen von Gesetzen. Das wir dann übrigens ganz genau auch finden, wenn wir das deutsche Wort Ding machen. Ganz normale deutsche Etymologie, Altdeutsch. Mhm. Das heißt, das Gesetz, der Gesetzgeber, D-I-N-G, der Gesetzgeber ist der Geist. Okay? Ja. Und jetzt schauen wir uns da die Etymologie an und dann wirst du feststellen, das Ding ist germanische Volks- und Gerichtsversammlung. Das ist auch eine Sache. Zur Verhandlung kommt die Sache sowieso gegen sowieso. Das ist schon wieder übertragen, ein Gegenstand, das ist schon wieder, Angelegenheit ist schon wieder eingedeutscht in das moderne, trügerische, einseitige Deutsch. Wir nehmen das Zentrum. Zentrum heißt nicht Mittelpunkt, sondern Stachel. Mhm. Das sind diese ganzen Worte, wo ich so oft erwähne. Und was jetzt das Trügerische ist, ist nicht, dass das einseitig wird, Ariane, sondern das Trügerische, dass selbst wenn ich jetzt immer mit dir spreche, muss ich in deiner Logik mit dir sprechen, als wenn früher was gewesen ist. Wenn ich dir das Wort zum Beispiel Fasten erkläre, wenn du ins Wörterbuch gehst, da kannst du ganz noch nachlesen, Fasten ist zuerst jetzt aktuell reduziert ausgelegt das Einschränken der Nahrungsmittelaufnahme aus religiösen oder gesundheitlichen Gründen. Mhm. Aber das Wort Fasten selber, wenn du jetzt in die Etymologie der Sprache gehst und ich rede jetzt nicht zurück, mir ist es jeden Moment bewusst, ich wenn welche höre, die dir erklären und es kommt von der Sprache und das war vor so und so vielen tausend Jahren. Das sind geistlose Schwätzer. Alles, was in dir auftaucht, kommt aus dir und nicht von irgendwo von der Vergangenheit. Und das Wort Fasten, wenn du tiefer gehst, dann heißt es fest. Fasten, Siegbild, fest auf Gott vertrauen. Mhm. Mhm. Sich an Gott festmachen. Mhm. 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 Aber um dich festzumachen an Gott, musst du anfangen, extrem fast. Genau genommen lichtgeschwind, wenn du ein Engel bist, im Englischen, musst du dich lichtgeschwind denken. Wenn du lichtgeschwind denkst, ist alles, was du denkst, immer jetzt. Mm-hmm. Geist denkt mit Lichtgeschwindigkeit. Und wenn man mit Lichtgeschwindigkeit denkt, ist mein Geistesfunken. Wissenschaftler nennen das ein Photon. Mm-hmm. Und Photone bewegen sich nicht mehr durch Raum und Zeit, sondern für ein Photon existiert nur ein ewiges Hier, ein ewiges Hier, ein Hier und ein ewiges Jetzt. Das ist das rote Hier und Jetzt. Das wirst du erst begreifen, wenn du zu einem Photon geworden bist. Ich nenne das Geistesfunk. Mhm. Mhm. Und das sind die Facetten des Lichtes, so wie die Geistesfunk die Facetten von Gott sind, von Geist sind, von allem sind. Mhm. Erst mit dem Zerdenken kommt dann diese Vorstellung von Raum und Zeit und von Welt. Mhm, ja. Weißt du, wenn ich sowas höre, das ganze Leben und alles hat begonnen mit einem Urknall vor 14 Milliarden Jahren. Nein, der ist jetzt, weil du ihn dir ausdenkst und der kommt aus dir. Und du denkst ihn dir in die Vergangenheit. Das heißt, wo kommt der Urknall her? Ja, aus dem, der sich den jetzt denkt. Das ist hundertprozentig sicher, sofort überprüfbar. Keine Frage. Ich sage jetzt, zeig mir Licht oder zeig mir den Urknall. Du wirst verstehen, du kannst mir bloß immer Vorstellungen und Gedanken zeigen von dir. Ja. Es ist immer wieder das Problem mit dem Ersten und mit dem Zweiten. Ich bin der Erste. Alles, was der Erste erklärt, kann jedes Kind sofort überprüfen. Hm. Existiert der Urknall, wenn du nicht an ihn denkst?
Hat er jemals in der Vergangenheit existiert? Wenn ich mir den jetzt denke, dass er vor 14 Milliarden Jahren passiert ist, dann existiert er zwar, aber existiert jetzt. Für mich, wenn ich unbewusst bin, waren die Sachen, die ich jetzt denke, die nur sind, weil ich sie denke, immer dort und dann passiert sein, wo ich mir das räumlich und zeitlich hindenke. Mhm. Aber das ist Unbewusstheit. Genau. Mhm. Du willst frei sein? Nochmal, wenn du darauf hoffst, dass die Menschen in deinem Traum die Ersten sind und du dann das wieder nur nachhilfst, wenn das dir eine vormachen, bleibst du ein billiges Abziehbild. Du musst der Erste sein, der so denkt. Nur für dich ganz alleine, du musst auch mit keinem Menschen drüber reden. Du kannst selbstverständlich Figuren in deinem Raum partizipieren lassen, teilhaben lassen. Deswegen bleiben das vergängliche Erscheinungen, egal wen du es erzählst. Mhm. Jetzt müssen wir Schluss machen. Ich kriege Besuch. Krieg jetzt wichtigen Besuch. Okay. Da kommt jetzt einer rein, der ist wie Gott. Wir Insider nennen ihn Karl Allust. Ah, lieben Gruß. Warte, ich nehme es auf mit, mach gleich. Okay. Kleines okay, lieber Udo. Was wollte ich stottern? Ich wollte nur sagen, die nächsten zwei Wochen bin ich jetzt mal so eine Geschichte bei meiner Mutter, da wird jetzt umgezogen. Kisten. Alles okay. Und ach, die zieht ja um. Ja, und danke, Udo. Ich sag bis gleich. Bis gleich. Ciao. Ciao.